Im südukrainischen Gebiet Cherson sind durch russischen Beschuss, offiziellen Angaben zufolge, mindestens 16 Menschen getötet worden. Allein in der Gebietshauptstadt Cherson seien mindestens 12 Menschen ums Leben gekommen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. 22 weitere wurden verletzt. In der Stadt Cherson gerieten offenbar ein Supermarkt, eine Tankstelle und der Bahnhof unter Beschuss. Der Eisenbahn zufolge wurde auch ein Waggon des Zugs nach Lviv getroffen. Die russischen Streitkräfte griffen in der Nacht auch zivile Infrastruktur in Saporischschja an. Ein Haus wurde völlig zerstört, mehrere wurden beschädigt. Mehrstündige Angriffe erfolgten in Orten entlang der Front wie Nowojakowlowka und Orechow. Eine Gegenoffensive der Ukraine zur Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete wird in naher Zukunft erwartet.